Über dem Gottesdienst steht so Thematik Dank und Hoffnung. Und wenn wir nur schon in den ersten paar Minuten von unserem Zusammensein herausgespürt haben, hat das in vielerlei Hinsicht eine Bedeutung. Dank, da sind Menschen betroffen, die zurückschauen, dankbar auf eine gemeinsame Zeit als Ehepaar, auf ein Leben, wenn ich Geburtstag feiere, auf verschiedenste Situationen, die mich bewegt haben im Leben drin und gleichzeitig auch Hoffnung. Hoffnung im Blick nach vorne, Hoffnung auf das, was kommt. Auch wir als Gemeinde dürfen in vielerlei Hinsicht dankbar heranschauen und dankbar zurückschauen. Dank und Hoffnung. Ich weiss nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, wenn du da ins Haus reinlaufst, links von der Eingangstür hat es so einen schönen Stein in der Foyermauer drin. Es ist ein geschichtsträchtiger Stein. Es ist nicht der verschollene Unspunnenstein, den man anders bearbeitet hat, dass es nicht so auffällt, sondern erzeugt von der Geschichte von dieser Gemeinde. Nächstes Jahr dürfen wir 150 Jahre Jubiläum feiern und der grösste Teil von diesen 150 Jahren hat die Gemeinde hier auf diesem Standort gelebt und Gottesdienst gefeiert und sich versammelt. Am Anfang in einem viel kleineren Gebäude. Ich glaube, es war irgendeine Werkstatt gewesen oder so etwas, wo man da mal gekauft hat, wo dann stetig bebaut, umgebaut, vergrössert worden ist. Er hat auch etwa den Winkel gewechselt vom Gebäude, in welche Richtung dass es geht. Und das Gebäude, so wie wir heute drin sind, das zeugt eben den Stein davon, das besteht so seit 1985. Werden da Gottesdienst gefeiert, versammeln sich da Menschen, um Gott zu begegnen, um auf sein Wort zu lassen, um ihn anzubeten. 2004, man sieht es da vielleicht fast ein bisschen schlecht, ist dann das Foyer dazugekommen. Der Raum hinten raus war früher ein Teerplatz, ein Parkplatz, der zugebaut werden und einen Haufen Platz gehabt, wo uns in den vergangenen bald 20 Jahren sehr dient hat für Begegnung, für Gemeinschaft, für Mittagessen, für so vieles, wo gerade auch im Foyer drin durfte stattfinden. Und jetzt kommt eine neue Zahl dazu. 2024, es steht eine Zeit an, wo man wieder Hand anlegt am Gebäude, wo es einiges an Eingriff, Erneuerung, an Renovation gibt. Und das Ziel ist, dass wir im Frühling 2024 das dann wieder können beziehen und drinnen leben und nützen fürs Leben von uns als Gemeinde. Jetzt, wenn wir uns so einen Gedenkstein vor Augen führen, dann merken wir, löst das vielleicht das eine oder andere in uns drin aus. Weil wir, wenn wir her und zurückschauen, merken, da haben wir ja verschiedentlichste Sachen erlebt. Die einen sind vielleicht schon länger da, vielleicht ihr ganzes Leben da und haben eine viel grössere Zeitspanne zum Überblicken. Andere sind vielleicht erst kurz da oder heute zu Gast da. Und doch, glaube ich, ist es möglich, dass wir alle punktuell oder in mehreren Fällen Erfahrungen, Erlebnisse gemacht haben, wo vielleicht da passiert sind oder mit dieser Gemeinde auch zu tun haben. Das dürfen sehr positive Erfahrungen sein. Vielleicht hast du da innen zum ersten Mal von Jesus Christus gehört, was er für dich tun hat und was das mit dir zu tun hat. Vielleicht hast du dich da innen bekehrt. Oder nachdem du irgendwo auf dieser Welt zum Glauben gefunden hast, bist du vielleicht da innen das erste Mal in die Gemeinde gekommen. Hast angefangen, da Anschluss zu finden, Teil vom Leib Christi vor Ort zu werden. Vielleicht hast du dich da im Taufbecken taufen lassen, um den Glauben zu bezeugen. Vielleicht hast du da innen geheiratet, Hochzeit gefeiert. Vielleicht hast du da innen Beerdigung gefeiert von einem lieben Menschen, den du verloren hast. Es könnte ein Ort sein, der mit ganz vielen Emotionen verbunden ist in deinem Leben drin, wo dich bewegt im Positiven, wo du dich gern daran zurückerinnerst, wo in der Tiefe von deiner Seele etwas passiert ist und in deinem Herz. Vielleicht kommen auch negative Erinnerungen auf. Gell, dass du da innen Menschen begegnet bist, wo dich auf die Palme getrieben haben. Oder dass irgendetwas vorgefallen ist, dass dir irgendjemand zwischen Tür und Angel etwas gesagt hat, wo die Person vielleicht gar nicht so gemeint hat, aber dich hat es zutiefst verletzt. Vielleicht bist du schon in einer Gemeindeversammlung gewesen und man hat Beschlüsse gefasst, die dir völlig gegen den Strich gegangen sind und du bist hässig und täubelnd rausgegangen, innerlich.
Vielleicht sind da negative Momente, die du verbindest mit dem Dasein in diesem Gebäude drin. Ich wage dürfen zu sagen, ich glaube, in den allermeisten Fällen überwiegen die positiven Fälle. In den allermeisten Fällen überwiegen die positiven Ereignisse. Und das ist ja dann etwas Spezielles in unserem Herz und in unserer Seele, gell? Dass sich Sachen tief einprägen und einbrennen. Dass sich negative Sachen können tief einprägen und einbrennen. Punktuell oder längerfristige Sachen, wo etwas entstehen in unserer Seele, wo, das haben wir nicht gesucht, das ist einfach passiert. Manchmal redet man dann von einer schweren Seele, vielleicht sogar von einem Trauma, das ich mit mir herumträge, von irgendetwas, wo sich einfach eingebrennt hat in der Negativform. So genial ist es, dass es genau gleich eben auch in der Positivform darf passieren. Dass sich Sachen durchaus positiv dürfen einprägen, unsere Seele ergreifen, uns von innen aus verändern und erneuern. Leider hat man manchmal das Gefühl, nehmen wir das vielleicht weniger wahr oder das Negative hängt uns länger an, das behalten wir irgendwo da auf, das ist unser Fokus und das Positive, das schauen wir so als normal an. Grundsätzlich soll es doch positiv sein. Ja, wir sind eine Gemeinde. Wir feiern. Da soll Liebe im Zentrum stehen, Vergebung, Freude am Herrn, also positive Sachen. Und gleichzeitig merken wir sind ja auch Menschen. Und es gelingt uns nicht immer so, alles. Und manchmal ist eben vielleicht nicht Liebe da, sondern Hass. Und es gelingt uns auch nicht, den abzulegen oder auszuräumen, sondern wir behalten den irgendwie bei uns. Manchmal ist gar keine Freude da. Sondern irgendwie Bitterkeit, Lustlosigkeit, was auch immer. Wir sind auch Menschen mit unseren emotionalen Schwankungen und Gefühlen. Und das finde ich genial, weil gerade so ein Stein oder ein besonderer Moment in unserem Leben, in unserer Biografie, darf zum Ausdruck bringen, wenn wir heranschauen und auch zurückschauen und merken, da ist ganz viel da, wo wir dürfen zutiefst dankbar sein. Und da ist ganz viel da, wo wir dürfen gewaltig hoffnungsvoll sein. Im Blick auf die Gegenwart und im Blick auf die Zukunft. Und wenn wir dann so einen Ort haben mit so speziellen Erfahrungen und Begebenheiten, dann stehen wir Menschen manchmal, ich sage jetzt mal, in der Gefahr, dass wir den Ort zu etwas ganz Besonderem machen und weniger die Sache, die dort passiert ist. Und wir Christen stehen dann vielleicht zusätzlich noch in der Gefahr, dass wir ja dann schnell denken, ja, in der Bibel ist es ja auch schon so gewesen, gell? Gott hat einen besonderen Ort geschaffen in Jerusalem, den Tempel, und er hat seinem Volk gesagt, hey, ihr sollt regelmäßig dort herkommen, um mir zu begegnen, um mich anzubeten. Das ist ganz ein heiliger Ort. Aber vor allem heilig ist er darum, weil Gott gesagt hat, ich wohne dort, mitten unter euch. Und jetzt ist es bei uns ja nicht so, wir haben zwar einen Eingangsbereich, ein Foyer und einen Gottesdienstraum, ist aber nicht gleichzusetzen mit dem Tempel, mit dem Vorhof, mit dem Heiligtum und mit dem Allerheiligsten. Und es ist auch nicht so, dass da irgendwie 3 Quadratmeter ums Rednerpult um einen besonders heiligen Ort ist, weil von da aus der Prediger Gottes Wort an dich richtet. Orte sind wichtig in unserem Leben. Orte haben Bedeutung in unserem Leben. Orte helfen gerade unserer Seele und unserem Herz nicht selten dazu, uns ganz auszurichten. Nicht umsonst hat Gott seinem Volk gesagt, kommt nach Jerusalem in den Tempel, um mir zu begegnen und macht das regelmäßig. Das war ja nicht einfach so, weil Gott sein Volk ein bisschen wollte überspannen, oder? Er hat ganz eine weise Überlegung dahinter. Und genauso gibt es Orte in unserem Leben, die können dienen, die können helfen, uns auszurichten auf Gott. Ganz so, wie es Jesus nämlich angestoßen oder eingeführt hat, könnte man sagen, im Johannesevangelium Kapitel 4. Dort sagt er zu der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg, das ist der Berg Gerasim in Samaria gewesen, noch in Jerusalem anbeten werdet. Es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da,
in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Jesus sagt, es kommt nicht darauf an, wo. Überall ist das möglich. Jesus sagt, der springende Punkt ist, dass wir im Geist und in der Wahrheit arbeiten. Jetzt ist es so, wenn ich gesagt habe, dass uns Orte durchaus helfen können. Ich glaube, einige unter uns haben ganz spezielle Orte, vielleicht in ihrer Wohnung drin, wo sie hergehen und dort die Bibel lesen. Oder wo sie hergehen und dort die Zeit vom Gebet haben mit Gott. Weil das ein Ort ist, wo sie sich aufmachen und herkommen und zur Ruhe kommen. Bei anderen ist es vielleicht ein Bänkli außerhalb vom Dorf oder eine spezielle Runde im Wald, wo sie immer wieder laufen. Oder vielleicht eben auch der Gottesdienstraum am Sonntagmorgen, wo du dich aufmachst und herkommst und dir hilft das, Gott zu begegnen. Es kann eine Hilfe sein. Aber es ist kein Automatismus und kein Selbstläufer. Du kannst nämlich dich auch aufgemacht haben, heute am Morgen da sitzen, aber völlig keinen Zugang finden zu Gott und Gottes Wort. Du kannst heute Morgen da sitzen und völlig nicht bereit sein, Gott anzubeten. Weil du vielleicht innerlich den Weg nicht gemacht hast, weil du dich nicht innerlich aufgemacht hast, weil irgendetwas in dir drin dich davon abhält, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und das finde ich das Geniale, dass Jesus nicht sagt, spezielle Orte zu haben in unserem Glauben ist verboten, das ist irgendetwas Religiöses, das ist irgendwie daneben, sondern Jesus sagt, es ist nicht mehr nötig. Ihr könnt immer und überall Gott arbeiten. Und gleichzeitig darf es aber auch spezielle Orte geben in unserem Leben. Oder ein Ort, wo wir unsere Erlebnisse und Erfahrungen damit verbinden. Eben wie ein Gebäude. Oder ein Taufbecken. Oder was auch immer das dann ist in unserem Leben. Aber es kommt nicht darauf an, wo dass wir Gott arbeiten, sondern dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit arbeiten. Dass wir uns aufmachen und uns Gott öffnen, hergeben. Sagen, Herr, da bin ich. Herr, ich brauche dich. Herr, erbarm dich. Herr, nimm du mich ganz hin, wie es in dem alten Lied drin heißt. Nimm du mich ganz hin. Und wenn wir die geschichtsträchtigen Orte und die Momente anschauen und bewegen, dann lade ich uns an dieser Stelle in einem kurzen Moment von der Stille dazu ein, zum Überlegen, wie geht es denn dir jetzt gerade heute Morgen? Hast du dich aufgemacht, um da zu sein und Gott zu begegnen? Hast du dich aufgemacht, um ihn anzubeten, im Geist oder in der Wahrheit? Oder steht gerade etwas zwischen dir und dem Gott? Hindert dich gerade etwas, ihm zu begegnen? Nehmen wir uns doch einen Moment Zeit, in uns reinzuschauen und zu fragen, wo stehen wir denn gerade so am inneren Mensch und ja, was löst das für Gedanken in uns aus? Vielleicht hindert uns etwas, das spüren wir jetzt gerade, dem Gott zu begegnen, uns ihm auszuliefern. Ich werde gerade ein paar Augenblicke dann etwas dazu sagen, was wir dann machen könnten. Ich bin in der Vorbereitung auf heute Morgen an dem Stein vorbeigekommen und von dem Stein dann zu einem Bibelwort, wo mich im Blick auf den heutigen Tag sehr bewegt hat. Wir finden es
zum Einstieg in den ersten Thessalonicherbrief, wo der Paulus zusammen mit dem Silvanus und dem Timotheus der Gemeinde in Thessalonich schreibt und sagt: Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Der Paulus, der Silvanus und der Timotheus schrieben der Gemeinde in Thessalonich. Und das erste, was mich begeistert hat an dem Briefeinstieg, manchmal hat man ja vielleicht das Gefühl, wenn man Bibel und Neues Testament liest, vor allem Paulusbriefe liest, dass der Paulus irgendwie, das ist ein Übermensch gewesen. Irgendwie so ganz ein spezieller Typ, das ist wahnsinnig, was er geleistet hat fürs Reich Gottes, Gemeinde gegründet und Konfliktsituationen gelöst und Menschen zu Jesus geführt und gewaltig, was der gemacht hat. Und wir können es Gefühl haben oder zum Schluss kommen, ja, das war der Paulus. Das ist mir bei längstem nicht möglich. Und da drin, dann merke ich aber, der Paulus, der war gar nicht allein. Da sind andere Menschen mit ihm unterwegs gewesen. Da ist in dem Moment ein Silvanus, ein Timotheus bei ihm gewesen, die mit ihm zusammengerungen haben, die mit ihm zusammengebetet haben, die mit ihm zusammen unterwegs waren. Und man merkt, hey, Halleluja, wenn der Paulus weitere Leute dabei gehabt hat, die mit ihm zusammen Reich Gottes gebaut haben, dann könnte das ja dafür sprechen, dass das auch in der heutigen Zeit so ist. Dass es vielleicht sogar auch mich braucht und dich und uns alle, dass wir miteinander dazu da sind, Gottes Reich zu leben, Gottes Reich zu bauen. Also der Fokus weg vom Blick nur auf den Paulus hin zu mehreren Menschen, zu anderen Personen, die mithelfen, die auch, ich sage jetzt das heute so, wir mit eingenommen sind. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Was würdest du von dir sagen, wem das du gehörst? Sagst du auch von dir, dass du Jesus am Herr gehörst? Dass du mit ihm lebst und für ihn lebst und unterwegs bist? Oder sagst du, nein, mit dem Jesus habe ich gar nichts am Hut, ich kann mir gestohlen bleiben? Wem gehörst du? Vielleicht sagst du, ich gehöre dem Jesus, ich gehöre zu ihm, er ist mein Herr. Oder vielleicht sagst du, ich gehöre ihm nicht, aber würde gern und weiss gar nicht, was das bedeutet. Dann möchte ich dir zwei, drei Themenfelder oder Möglichkeiten geben, dem auf die Spur zu kommen. Wenn du sagst, du gehörst zu Jesus, dann sagt Jesus über dich: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn du sagst, du gehörst zu Jesus und Jesus ist dein Herr, könnte eins von den Kennzeichen davon sein, dass du ihm nachfolgst und dass du sein Reden hörst. Einer von den helfenden Punkten, dieser Frage auf die Schliche zu kommen. Hörst du seine Stimme? Folgst du ihm nach? Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus einen weiteren Hinweis, was es bedeutet, zu ihm zu gehören. Er sagt dort nämlich: Nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, zu mir, wird auch ins Himmelreich eingehen, sondern nur die, die den Willen vom Vater tun. Tust du den Willen vom Vater? Nur Herr, Herr sagen und sagen, Jesus ist mein Herr, scheint nicht zu lange, wenn man dann von dem reden will. Jesus sagt, wer den Willen von Gott, dem Vater, tut, der. Und ein paar Vers später, am Ende der Bergpredigt, sagt er dann, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht an einem weisen Mann, an einem weisen Mensch, der sein Haus auf ein festes Fundament baut, wo auch wenn Sturm dran rüttelt, es nicht zusammenbricht. Also auch da nochmal doppelt Jesus nach, wer mein Reden hört und tut, der zeugt davon, dass ich sein Herr bin und dass er zu mir gehört.
Und vielleicht noch einen weiteren Aspekt, wo uns auch die Bibel liefert, was es bedeutet, am Herz zu gehören, ist der, dass die Bibel uns auffordert, einander zu vergeben, so wie Jesus uns vergeben hat. In Kolosser 3, Vers 13, dort schreibt uns der Paulus: Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das nur ein paar Hinweise. Es gäbe noch einige mehr in der Bibel drin, die uns aufzeigen oder die uns helfen, darüber nachzudenken oder uns selber immer wieder mal zu reflektieren, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, zu Jesus zu gehören. Und das Geniale ist, wenn man zu Jesus gehört, dann gilt das, was der Paulus, der Silvanus und der Timotheus nach Thessalonich schreiben, gilt das genauso auch uns. Gnade und Frieden Gottes soll mit euch sein, mit uns sein. Und dann gehen sie weiter und sagen, hey, es vergeht kein Tag. Es vergeht kein Tag, wo wir Gott im Gebet nicht für euch danken. So genial. Ich weiß, dass es viele Leute hat unter uns, die sehr regelmäßig beten für die Gemeinde, für die Gläubigen, für die Glaubensgeschwister da, wo wir miteinander unterwegs sind, aber auch nicht nur für uns, sondern für Glaubensgeschwister in der Schweiz und überall auf der Welt. Menschen, die sehr regelmäßig im Gebet sind und fast mit diesen drei Herren zusammen könnten sagen, es vergeht kein Tag, wo wir nicht im Gebet für euch danken. Und wisst ihr was, das ist genial. Und ich danke dir, wenn du so eine Person bist. Und ich danke dir auch, wenn es nicht einmal ganz täglich ist, sondern einfach regelmäßig. Es ist so wertvoll und so gut. Und gleichzeitig lade ich auch ein und rufe dazu auf. Ich glaube, das ist etwas, wo wir alle uns dürfen mit einnehmen, wo wir alle dürfen uns trainieren geben, wo ein Auftrag ist an uns alle, wo wir danken. Für unsere Glaubensgeschwister, wo wir danken für die Gemeinschaft der Christen, wo wir danken für das, was wir miteinander erleben dürfen. Auch wenn es, wenn wir beim Stein gesehen haben, manchmal auch negative Sachen da hat, wo es ja dann auch wieder auszuräumen gibt und wo wir, wie Jesus uns, auch unserem Nächsten dürfen vergeben. Aber ich glaube, die positiven Sachen überwiegen bei weitem. Das Gewaltige, was die Gemeinschaft der Christen in unser Leben einbringt, das steht über allem. Und das lädt uns alle dazu ein, in Regelmäßigkeit dafür zu danken und Gott dafür zu loben. Denn jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater für euch, einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. So genial. Ich glaube, bei manch einem, wo wir sagen, mein Glaube ist gerade ein bisschen lau, bin irgendwie kühl geworden. Meine Beziehung zu Gott, die ist lahm, die ist nicht lebendig. Bei manch einem hapert es vielleicht genau an dem Punkt, dass wir unseren Glauben nicht entschieden in die Tat umsetzen. Gerade darum, wenn wir es vorher von Jesus gehört haben, dass nicht nur das Lassen allein es eben ausmacht, sondern es auch tun, ganz einen wesentlichen Aspekt auch sind in unserem Leben drin. Sondern es auch tun, eben in unserem Leben drin in die Tat umsetzen, könnte dazu dienen, dass es lebendig wird, dass es spürbar wird, dass es erfahrbar wird, dass der Glaube eben nicht einfach etwas theoretisch, etwas Geistliches, etwas Unsichtbares ist und bleibt, sondern zutiefst sichtbar und spürbar für uns selber und für unser Umfeld. Wir erinnern uns im Gebet daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Auch da, wir haben eine ganze Reihe von Menschen unter uns, die einen unermüdlichen Einsatz leisten, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Das eine von dem Einsatz ist sichtbar, anders ist unsichtbar, was geleistet, was unterstützt, was geholfen wird. Das fängt beim Portemonnaie an und geht über die Hände, über die Seele, über das Herz, über das Gebet, in der ganzen Bandbreite. Das geht darüber, dass ich ein Team leite, eine Gruppe anführe oder dass ich den Raum putze oder die Umgebung gestalten und helfen und sauber behalten. In der ganzen Bandbreite Menschen,
die mit unermüdlichem Einsatz arbeiten und dienen und dazu beitragen, dass die Gemeinde lebt und läuft. Danke vielmals dir. Und ich glaube auch da, der Aufruf, wie beim Gebet, dass wir miteinander unterwegs sind und miteinander aus Liebe dienen, der gilt uns allen. Und das Geniale ist, es gibt ja eine riesige Bandbreite. Es gibt eigentlich kein Thema, wo ich sage, ja, ich kann halt nichts. Sondern wir sind eingeladen, miteinander, in den Möglichkeiten, die es gegeben ist, aus Liebe uns reinzugeben. So wie es der Paulus in Bezug aufs Geld einmal sagt. Er sagt einmal, wenn du fröhlich machst, dann gib Geld, so viel wie kannst und willst. Aber der Punkt ist, dass du es fröhlich machst, weil du die Freiheit hast dazu. Der unermüdliche Einsatz aus Liebe ist der springende Punkt. Denn ich kann auch ganz viel schaffen, aber ich habe einen Fuß im Hosensack. Ich kann auch ganz viel leisten, aber einfach nur noch, weil ich das Gefühl habe, ich muss. Es ist eine Last auf mir. Es ist nicht mehr aus freien Stücken, nicht mehr aus Liebe. Und darum sind wir alle dazu eingeladen und aufgerufen, in Liebe, aus Liebe, den Einsatz zu leben und zu leisten, den wir tun. Und dann kommen wir zu der Hoffnung, wo die drei Herren uns aufzeigen. Wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Wir haben menschliche Hoffnung in unserem Leben. Wir haben die Hoffnung, dass die Renovationszeit jetzt vielleicht gut und wie geplant über die Bühne geht. Wir haben die Hoffnung, dass nichts passiert und alles möglichst rasch kann geschehen. Wir haben die Hoffnung, dass dies oder jenes vielleicht Probleme in unserem Leben kann gelöst werden. Wir haben ganz viel Hoffnung in unserem Leben. Und die einen werden erfüllt und bei den anderen bleiben wir frustriert zurück. Aber die Hoffnung, wo die drei Herren da davon reden, die Hoffnung ist eine ewige Hoffnung. Es ist eine Hoffnung darauf, dass Jesus wieder wird kommen und die Welt wieder wird herstellen, wird komplett neu machen. Dass eine neue Welt wird entstehen, die ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Trauer, ohne Stress mit dem Nächsten, ohne all die Sachen, die uns in dieser Welt manchmal so schwer aufliegen. Eine solche Welt wird Jesus machen. Und in dieser Hoffnung lebt Christ in Thessalonich und in dieser Hoffnung leben wir. Die Hoffnung lässt uns standhaft sein, auch in den Turbulenzen und Wellenbewegungen von unserem Leben. Ob es Turbulenzen sind in der Ehe, ob es Turbulenzen sind in den 82 Lebensjahren, ob es Wellenbewegungen emotionaler Art und Weise sind in einem Gebäude, in einem Haus, in einer Gemeinschaft. Die Hoffnung, dass Jesus wird wiederkommen und alles wird neu machen. Und wir, dort wo wir ihm nachfolgen, ein Teil werden sein von dem Neuen, wo er entstehen lässt. Wir haben Grund zum Dank und wir haben Grund zu grosser Hoffnung. Wir haben Grund, uns Kind von Jesus zu nennen und seine Gnade und seinen Frieden zugesprochen zu bekommen. Und wir haben Grund, in dieser tiefen Liebe den unermüdlichen Einsatz zu leisten. Unseren Glauben in die Tat umzusetzen und in der Hoffnung standhaft zu bleiben. Und ich habe vorher gesagt, ich sage noch einen Satz dazu, wenn du das gern würdest, dann lade ich dich heute Morgen ein, dass du das festmachst. Ich lade dich ein, dass du dich aufmachst. Wir haben jetzt eine Zeit vom Anbetung, vom Lobpreis, vom Abendmahl. Wir haben hinten im hinteren Raum zwei Personen mit einem gelben Bändel. Ich lade dich ein, dass du das festmachst und dass du hergehst und sagst, hey, ich möchte das heute vor dir bekennen und aussprechen und bett doch du für mich. Ich lade dich ein, dass du das nicht verstreichen lässt, sondern dass du heute merkst, mal, ich will, dass Jesus mein Herr ist. Ich will dazugehören. Ich will die Gnade und den Frieden haben. Dann mach dich auf und mach es fest. Vielleicht kennst du auch jemanden im Raum. Dann geh auf diese Person zu. Während dieser Zeit oder im Anschluss an Gottesdienst. Red mit ihr darüber. Betet miteinander. Macht euch auf. Macht mir uns auf. Und werden wir konkret, setzen wir unseren Glauben in die Tat um und erleben wir dort drin, wie die Gnade Gottes und sein Frieden unsere Herzen erfüllt. Und dort, wo wir vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind, schon lange in seiner Nähe sind, schon lange aus tiefster Liebe dienen, unseren Glauben nach Möglichkeit in die Tat umsetzen und die grosse Hoffnung mit ihm zusammen feiern und leben, dort sind wir heute alle eingeladen.
am Abendmahl teilzunehmen, uns dem so auch bewusst zu machen und zu feiern, dass Jesus uns das überhaupt erst ermöglicht hat. Dass er für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, damit uns unsere Schuld kann vergeben werden. Damit wir in die lebendige Beziehung mit ihr können, ihm können ihr kommen. Damit wir in dem tiefen Dank und in dieser grossen Hoffnung dürfen leben. Sind wir eingeladen, an seinen Tisch herzukommen und mit ihm zusammen zu feiern. Aus Dankbarkeit und Hoffnung. Hoffnung, die uns in der Gegenwart und in der Zukunft wird tragen. Und so sagt Jesus, mein Lieb, wo in dem Brot symbolisiert wird, ist für dich gebrochen. Für deine Schuld, für deine Sünde bin ich ans Kreuz gegangen. Ich habe deinen Schuldbrief getilgt, habe deine Buße bereits gezahlt. Ich habe alles für dich getragen, damit du in dieser Freiheit, in der Beziehung mit mir kannst leben. Und im Trinken vom Kelch sagt Jesus, das ist wie mein Blut. Und mit dem Blut schließe ich einen neuen Bund mit Gott, dem Vater im Himmel und der Menschheit auf dieser Welt. Ein Bund von der Gnade, ein Bund vom Frieden. Und jedes Mal, wenn ihr von dem Traubensaft trinkt, erinnert ihr euch an den Bund, den Gott geschlossen hat. Mit Gott selber, mit dir als Mensch in dieser Welt. Aus tiefster Dankbarkeit, mit grosser Hoffnung. Wir haben hinten im Raum drei Tische, wo Abendmahl bereit steht. Wir haben auf der Empore oben draussen im Vorraum einen Tisch und wir werden da vorne einen Tisch haben. Und wenn das Praise-Team jetzt einsteigt mit Musik, dann dürfen wir uns aufmachen an einen von diesen Orten, an den Tisch vom Herz kommen, um ihm zu begegnen, ganz besonders im Abendmahl. Bei diesem Tisch hinten rechts in der Nähe vom Kreuz, dort hat es glutenfreie Portionen, wo man, wenn man auf das müsst achten, dann dürfen wir bis eben Tisch vorbeigehen. Und zum späteren Zeitpunkt ist dann die Möglichkeit, über den grossen Dank und die gewaltige Hoffnung, die uns ausmacht, auch noch mitzuteilen und zu teilen mit uns allen, mit der Möglichkeit von Zeugnis. Hey,